Routine. Ja, jeder von uns hat hier die Morgenroutine. Jeder macht am Morgen so ein paar Dinge, die er jeden Morgen halt macht. Und ich glaube, zwischen Jungs und Mädchen gibt es da noch den ein oder anderen Unterschied, oder? Schaut euch das Video auf jeden Fall bis zum Ende an, denn vielleicht haben wir am Ende noch das ein oder andere zu sagen. Wie sieht die Morgenroutine bei Jungs aus, wie bei Mädchen? Ich würde sagen, los geht's mit Boy vs. Girl Morgenroutine. Cool. Oh fuck, nur eine Stunde. Ich hoffe, ich schaffe das. Yeah, 5:30 Uhr. Ich muss pissen. Ach egal, ich hab eh noch Zeit. Kurz, Roman, wie kommst du denn aus dem Bett? Wie ich aus dem Bett komme, das ist eine gute Frage. Ich komme meistens gar nicht aus dem Bett. Ich bleibe immer liegen. Ich glaube, so geht das ganz viel, Freunde. Und wir gucken jetzt einfach mal weiter im Bad. Ich frage mich immer, ist das nur ein Klischee, dass Mädels länger brauchen als Jungs im Bad? Ich weiß es nicht. Schreibt es doch mal in die Kommentare. Schreibt mal in die Kommentare, wie lange ihr so morgens im Bad braucht. Morgens zieht man sich ja auch an, man braucht das passende Outfit für den ganzen Tag und wie das bei Jungs und wie das bei Mädchen aussieht, das schauen wir uns mal an. Ich habe nichts zum Anziehen. Das ist alles scheiße. Er ist 20 nach 6. Geil, Alter.
Freunde, nicht vergessen, ein ausgewogenes Frühstück ist sehr wichtig. Die wichtigste Mahlzeit des Tages, meine Damen und Herren. Ja, ja. Ich glaube, bei Mädels und bei Jungs kann sich das Frühstück auch so ein bisschen unterscheiden. Ich glaube auch, dass Mädels sich ein bisschen mehr Zeit dafür nehmen können. Ja? Ja? Ich weiß es nicht. I don't know. Mal gucken. Daumen hoch, wenn ihr noch mehr Boy vs. Girl Videos haben wollt. Ansonsten klickt jetzt hier, wenn ihr den Heiko einen Tag als Frau erleben wollt. Hier geht's zu unserem letzten Video wirklich auf. Auf alle Fälle angucken, es lohnt sich. Ja, ansonsten abonnieren nicht vergessen. Abonnenten von den Lochis sind cool. Die sind cool und wir sehen uns dann am Mittwoch wieder mit einem neuen Video, 16 Uhr, Freunde. Macht's gut, bis dahin. Ciao. Tschüss. Adios, amigos.